45 Milliarden Angriffe pro Tag. Bei der Polizei heißt es immer ganz gerne, in aktuellen Fällen können wir aus ermittlungstechnischen Gründen aktuell keine weiteren Informationen geben. Jetzt gilt mittlerweile jeder fünfte Cybercrime-Angriff Banken. Was hat das miteinander zu tun? Naja, die EZB hat einen Stresstest gemacht bei 109 Banken und deren Fazit war, Banken sollten sich besser rüsten. Da weiß man jetzt nicht so richtig, ist der Test gut oder schlecht ausgelaufen. Das bleibt so ein bisschen schwammig. Wir wissen ja, letztes Jahr über den Kontoumzugsdienstleister sind einige Banken und einige Kundendaten betroffen gewesen. Bei einer Tochter der DZ-Bank sind letztes Jahr Kundendaten abgezogen worden. Und der JP Morgan-Chef in Amerika hat gesagt, dass Cybercrime mittlerweile die größte Bedrohung für die Finanzstabilität der Banken ist. Alleine JP Morgan hat 45 Milliarden Cybercrime-relevante Angriffe oder Aktionen pro Tag. 45 Milliarden pro Tag. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da frage ich mal die Experten-Community da draußen, wie sicher ist es um unsere Banken wirklich bestellt? Viele sagen immer doch. Die passen auf ihre Kronjuwelen gut auf. Aber ist dem auch so? Dieser EZB-Test lässt die Antwort aus meiner Sicht ein wenig offen. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Sagen wie immer, schönes Wochenende, bis nächste Woche hier im Fahrstuhl. Ciao!